Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo YouTubers Live Zuschauer, herzlich willkommen hier bei Nick Frei Zockt YouTubers Live. Ich habe einen Kommentar bekommen, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich habe reingeschaut in meinem privaten Spielstand in zwei oder in drei verschiedenen Abschnitten meines Spiels, wann ich einem Netzwerk beitreten kann. Und irgendwie, wie soll ich das am besten ausdrücken, war es seltsam, denn ich konnte nie einem Netzwerk beitreten. Ja, ich habe das irgendwie nicht so wirklich hinbekommen und das lag vor allem daran, wie soll ich das am besten ausdrücken? Dass ich in den falschen Wohnungen geguckt habe und wir könnten eigentlich jetzt schon im zweitgrößten Netzwerk sein. Ich meine, das letzte Mal, wie ich hier reingeguckt habe, stand hier noch überall, ich müsste in der Luxuswohnung wohnen, damit ich im Netzwerk beitreten kann. Und ich glaube, eine Luxuswohnung kann ich erst einziehen, wenn ich eine Million habe. Und deshalb habe ich da auch nicht mehr reingeguckt, weil ich immer gedacht habe, ja, was soll ich da reingucken? Macht ja keinen Sinn. Ja, doch, macht Sinn, weil das ist geändert worden, glaube ich, durch einen Patch oder so irgendwas, wurde es korrigiert, dass man wirklich beitreten kann. Und deshalb treten wir jetzt am Netzwerk bei, wo ich blöderweise noch nicht beigetreten war. Was ich nicht verstehe, warum ich da noch nicht beigetreten war, weil eigentlich wollte ich ja da beitreten. Ja. Es ist irgendwie, es ist total verwirrend. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in einem Netzwerk. Damit haben wir auch irgendwie nur noch $18 miese. Und wir haben jetzt die doppelten Einnahmen. Ja, es ist fantastisch. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Weil ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Ja, ich habe schlicht und ergreifend aus irgendeinem Grund nicht mehr da reingeguckt. Und danke für das Kommentar. Das hat mich mal neugierig gemacht. Und dann habe ich da mal geguckt. Und kam dann einfach zu dem Ergebnis, ich könnte ja schon lange im Netzwerk beigetreten sein. Und könnte einen Haufen Kohle verdienen mit meinen Videos. Es ist erschreckend. Ja, ich weiß nicht genau, woran das jetzt gelegen hat. Ja. Ihr seht schon, ich bin schon wieder total überfordert. Ich habe das Spiel halt, wie soll man sagen, ich habe das Spiel gespielt, das wird die ganze Zeit gepatcht und vielleicht habe ich doch mal reingeguckt, als es gerade irgendwie ein Bug war oder so. Ich weiß es auch nicht. Kein blassen Dunst. Hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich gedacht habe, ich könnte in kein Netzwerk, sonst wäre ich nämlich schon lange einem Netzwerk beigetreten. Alter, wir müssen erst warten, bis die Dinger geliefert werden. Das ist ja... Ich hoffe, wir hatten keine Mission mit irgendeinem von den Spielen. So, wir machen auf. Das erste Spiel. Du mache Video von dem Spiel. 30. November, ja, brauchen wir damit nicht mehr anfangen, machen wir Gameplay. So, Gameplay, der Rechner hier oben, Arbeitsplatz 1, let's go, raus damit. So, öffnen. Du, mach mal ein Video von dem Spiel. 1. Dezember rausgekommen, brauchen wir kein Preview mehr machen. Machen wir direkt das Spiel. Und dann würde ich sagen, der arbeitet dann an Arbeitsplatz 2. Wir haben ja mittlerweile alle aufgerüstet. Wir können das ja total easy machen hier. Aber wir können irgendwie nur ein Fernseh kaufen, ja? Das heißt, die wollen alle irgendwie permanent. So, wir machen auch ein neues Gaming-Video. Die wollen alle permanent an den gleichen Fernseher, um zu zocken. Das funktioniert irgendwie so nicht. So, kleiner Stau vom Fernseh. Ja.
Du kannst 3 Computer kaufen, aber nur ein Fernsehgerät. Ist das logisch? Ich weiß es nicht, ob es logisch ist. So, wir gehen mal was essen, dass wir satt sind, wenn wir unser Video machen. Wir können uns auch mal hinlegen, schlafen. Bis wir dann dran sind, ja, hier mit Video machen. So, ist sie irgendwann mal fertig mit Zocken da? Na komm schon. Danke. Sind wir dran. So, wir machen erstmal eine tanzende Begrüßung und das... Was ist das hier? Das ist neu. Was soll denn die Scheiße jetzt? Das ist, Ich habe keine Ahnung. Also die haben das... Ich habe gerade einen Patch runtergeladen und... ja. Ja, ich kann nur wütend reagieren. Wieso war das jetzt falsch? Ha? Zusammenfassung des Spiels, da machen wir einen langen Kommentar. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Wir kriegen keine Karten mehr nach. Das ist auch was Neues. Das hatte ich so auch noch nicht. Ich verstehe das neue System nicht. Das ist anders als beim letzten Mal. Wir könnten Videos hochladen, wenn ich mit denen reden könnte. Aber ich kann nicht mit denen reden. Es geht mir gerade auf den Zeiger. Ich bin heute eh schon so genervt. Ja, super. Wir haben einen tollen Anfang, der auf nichts passt. Wir haben einen tollen Anfang, der auf nichts passt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, was wir hier noch machen sollen. Ich pack einfach mal ein bisschen was von dem Zeug hier rein, damit da hinten gescheite Werte hinkommen. Dann machen wir einfach Rendern. Wurscht. Interesse ist auch eine neue Anzeige. Alter, ich habe gerade eben einen Patch runtergeladen. Ich konnte da noch nie reingucken. Bin am Zocken. Halbes Spiel hat sich verändert. So, zeig mal her dein Ergebnis. Ja, ich bin gerade überfordert von einem eigentlich neuen Spiel. Bleib doch mal stehen. Die hat ein richtig gutes Thema erwischt, wie es aussieht. Und die kann das richtig gut. Also die hier ist hochbezahlt. Fachkraft sozusagen. Und es kommen schon wieder jede Menge neue Spiele raus und wir sind müde. So, dann lassen wir die dann mal... Was hatten die gemacht? African Chess. Das war das hier. Das ist schon wieder out of order. Leute, ich habe eben die Spiele gekauft. Die sind schon wieder out of order. Nein, ich lasse sie nicht Ewigkeiten hier rumliegen. Gerade frisch gekauft. Ich kann es nicht mehr bewerben, seit ich im Netzwerk bin. Oder wie? Ja. African Chess haben wir, glaube ich, gerade verkauft. So, und das hier, das ist auch Schrott. Das ist ja auch schon wieder out of order hier. So, wir gehen einkaufen. Wir kaufen neue Spiele und dann legen wir uns schlafen und gehen was essen.
Sind doch neue Sachen rausgekommen, glaube ich, ne? Was sind hier die Topseller? Die Tops. Ja, hier 10. Dezember, aber das ist auch schon wieder so alt. Wo haben wir denn die neuen Spiele? Kann dir das jetzt hier keinen nach neu sortieren gibt? Da sind doch Anfang Januar jetzt Spiele rausgekommen. Da müsst ihr doch irgendwie. Die müsste ich doch hier. Die müsste ich doch aufrufen können. Nein, will ich nicht. Gib mir nicht auch einen Zeiger. Ich bin heute eh genervt. Ich bin heute wirklich genervt. Also, ich weiß nicht warum. Also, ich weiß nicht genau warum ich heute so genervt bin. Aber vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass ich heute die Info gekriegt habe. Gamescom wird das hier nichts. Wie es aussieht. Schon ein bisschen demotivierend. Es werden mehr Wildcards ausgeschüttet, dafür gibt es kein Presseticket mehr für YouTuber oder so irgendwie was, habe ich gehört. Ich bin mir da noch nicht so 100%. Ich finde es ja schön, dass sie mehr Wildcards ausschütten, aber ich dachte, das ist der Presse- und Fachbesuchertag. Was haben da Wildcard-Gewinner verloren? Also ganz im Ernst, ich meine, ich will dorthin, um Business zu machen und krieg kein Ticket. Wenn irgendjemand, der Luck hat, der kann an dem Tag dahin gehen und will nur neue Spiele sehen. Also Logik ergibt es nicht so wirklich. Hey, wir haben aber auch einen Kohldampf, wir sind permanent nur am Fressen hier. So, mach mal ein Video. Boah, Alter, 1400. Wir kriegen mal richtig Kohle für das, was wir hier tun. Ist ja der absolute Wahnsinn. So, 3. Januar. Kriegen wir da noch ein Preview hin? Ich hoff's. Wo haben wir denn hier den Kollegen? Nee, dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. Wir gehen mal einkaufen. Wir kriegen hier richtig ordentlich Geld rein. Dann können wir sicher bald umziehen. Wir werden jetzt durch die neuen Spiele mit Sicherheit auch jede Menge neuer Abonnenten gewinnen. Ja, momentan verlieren wir wieder Abonnenten, weil keine Ahnung warum kein neues Video kommt oder so. Ergebnis zeigen. Bumm, 1000. Netzwerk-Event. Okay, da gehen wir hin. Das akzeptieren wir. Bleib doch mal da stehen. Zeig mir doch mal das Ergebnis von deinem Video. Meine Güte. So, sieht gut aus. Tun wir hochladen. Januar müssen wir ins Scottish Mushroom. Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. So, die sollen mal ein Video machen. Optel Bingo. Noch ein Gameplay. Nee, wir haben so viele Computer, dann geh halt doch mal an anderen, ne? Also ich meine. So, Person, YouTuber, Batman, wie auch immer. Alles super, bis auf, naja, es gibt halt immer den einen. So, noch einen Tag, dann haben wir Event. Ich hoffe, wir kriegen das Video davor noch online. Sehr schön, zeig mir das Ergebnis von deinem Video. Das ist gut, das ist super, das ist hervorragend. Sie ist einfach meine Beste. Was Videos angeht. Wo ist sie denn? Hallo?
Oh, die ist gegangen. Ich hoffe, sie kommt wieder. Ja, da kommt sie wieder. Mach mal ein Video. Wir versuchen das natürlich vorher noch hinzukriegen. So, davon haben wir ein Preview gemacht. Das kam am 4. Januar raus. Wird langsam eng, was Previews angeht. Wir probieren es trotzdem. Und ich glaube, wir müssen uns gleich für ein Event fertig machen. Wann ist denn der 14.? Heute ist doch der 14. Da müssen wir es doch eigentlich für ein Event fertig machen, oder? Habe ich irgendwas verpasst? Warum passiert hier nichts? Irgendein Rechner macht Stress. Wo sprühen die Funken? Der ist fit. Der hat 60, der geht noch. Den hier müssen wir reparieren. Und die soll mal das Ergebnis zeigen. 44, okay, okay, okay. Passt. Mach hin. Gameplay veröffentlichen. Okay, da habe ich bisher mich immer geweigert zu zahlen und habe dann Abonnenten verloren ohne Ende. Das hat sich schon sehr, sehr negativ ausgewirkt bisher. So, mach mal ein Video und zwar 4. Januar, davon machen wir gerade was. Ich glaube, hiervon müssen wir oder können wir vielleicht noch ein Preview machen. Die Zeit wird langsam knapp, was Previews angeht, gebe ich ganz offen zu. Da sollten wir uns mal ein bisschen sputen, damit wir das hinkriegen. So, die ist fertig. Komm mal her, zeig mal dein Ergebnis. Ich will so viel wie es geht noch vor dem Event veröffentlichen. Was machen denn unsere Ziele im Netzwerk? Oh, ich bin Top-Mitglied im Netzwerk mit 2 Millionen Aufrufen und 40.000 gewonnenen Abonnenten. Kann das sein? Also 40.000 von 10 und 2 Millionen von 200.000. Ja, was ist VIP-Karte? Monatliche Ziele einer VIP-Karte? Das sagt mir gar nichts. Oder hat das mit dem Netzwerk zu tun, dass ich auf ein Event gehen muss? Dass das die VIP-Karte ist, die ich einmal ziehen muss. Supi! Ich komme gar nicht mit, was die da will. Also, das Spiel kommt wohl raus, ja. So viel habe ich schon mitgekriegt. Das Spiel kommt raus und die Presseversion hat die Wertung gut. Wird mich überraschen, wenn die was anderes sagen. Typisches PR-Geplapper. Für 59,99 ist ja günstig. Kostet ja nichts. Nehmen wir 5 von. Das ist genug, wir gehen. Wieder Ladebildschirm. Ein bisschen viel Ladebildschirm, finde ich persönlich, hat das Spiel. So, jetzt sind wir hier. Das ist ja, ich weiß nicht, wen haben wir denn da? Rang 24, Level 25, Mercedes macht Lifestyle-Geschichten. Da können wir vielleicht mal ein Interview aufnehmen. So, machen wir eine tanzende Begrüßung, die kommt immer gut. Ja, Antwort auf manche Fragen.
Passt nicht. Ja, ich weiß nicht, was da rein soll. Ich bin da zu doof für. Das ist eine unangenehme Reaktion. Mörderischer Blick. Da können wir das hier mit pushen, weil das kommt sogar gut. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Kommt sogar gut. Die befragte Person antwortet auf lange Fragen mit einem simplen, mit einer simplen Antwort wahrscheinlich. Auch das passt. Ja, die befragte Person hat ein ausgeschaltetes Mikro. Machen wir einen lustigen Kommentar, der kam nicht gut. Ja, vielleicht sieht man später, wenn man geschult ist, das hier. Kann das sein? Ich weiß es ja nicht. Wütender Schrei, weil sie mich lächerlich macht, kommt auch nicht gut. Viel Scripting, da machen wir wütenden Kommentar, weil das hier dann verdoppelt wird. Ja, was soll ich sagen? Es ist Rätselraten, was ich hier anwenden soll. So, da haben wir ein Interview aufgenommen. Dann gehen wir Pressefotos machen. Kann die da mal weggehen? Das nervt. Wieso werde ich hier aufgehalten? Ja, da steht die Blöde daran, lässt sich die ganze Zeit fotografieren. Dabei wollen wir uns doch fotografieren lassen, dass wir heimgehen können. Ist total nervig da mit der Alten, die da die ganze Zeit fotografiert wird. Will die da nicht mal weggehen? Das hält ja kein Mensch im Kopf aus. Ah, jetzt gehst du weg. Okay, weil du mich nicht im Kopf aushältst, kann ich verstehen. Ich bin ja auch ein nerviger Typ. Mann, ich will da jetzt Bilder machen. Danke und... tschüss. Der Event dauert mir viel zu lang, bringt sowieso nichts. So, wie Netzwerk-Event. Ich werde die ganze Zeit vom Netzwerk eingeladen, dazu diesen Events wahrscheinlich, oder? Die sollen mir die Ruhe lassen. Nein, danke. Ich habe doch mein VIP-Ticket gelöst, oder nicht? Gucken wir gleich mal. Habe ich mein VIP-Ticket gelöst? Nö, haben wir nicht. Verstehe ich nicht. Wieso nicht? Lade ein Gemeinschaftsprojekt hoch. Ja, kann ich nicht. Wenn es rumbuggt, geht das nicht. So, wir versuchen verzweifelt, das hier irgendwie sinnvoll zusammenzuschneiden. Irgendwie will es nicht. So, machen wir hiervon noch. Da haben wir wenigstens hier ein paar Punkte drin. Dann können wir das hier und das hier. Dann kommen wir hier ein bisschen hoch. Damit kommen wir auch ein bisschen hoch. Dann das hier noch. Dann rendern wir. Das ist das schlechteste Interview, was ich jemals gemacht habe. Aber wir haben natürlich hier ein großes Interesse, weil noch ein anderer YouTuber mit dabei ist. Und hat kein Spiel gekostet. Von daher perfekto. So. Du machst hiervon mal bitte ein Gameplay. Danke. An Arbeitsplatz 1 bitte. Danke. Du machst bitte ein Video. Wir brauchen Kohle, wir brauchen Abos, wir brauchen alles. Ja. Sonst geht hier nichts mehr voran. So. 4. Januar. Könnte langsam eng werden. Ich glaube 14 Tage sind langsam rum, ne? 12, ja, wir können es vielleicht gerade noch hinkriegen, dass sie das Preview anerkennen als Preview.
So, darf halt noch nicht zu lange dauern. So, wir sind Level aufgestiegen. Sehr schön. Wir haben mehr Glühlampen. Das ist auch geil, Glühlampen. Ach, war das anstrengend. Wir legen uns mal hin. Das Interview kommt nicht gut an. Du bist süß, okay. Oh mein Gott, ein schlechtes Video. Ich kann nicht glauben, dass du... Ja, richtig gut. Zu so einem Ort zu gehen und solch ein Video zu machen, ist wirklich eindrucksvoll. Glückwunsch. Ist ja toll, wenn es läuft. Nein, ich will mich nicht mit dir unterhalten. Ich will was essen und deshalb tun wir erstmal Essen kaufen. Hätte ich das gewusst, ich wäre schon viel früher im Netzwerk. Da hätten wir schon viel früher viel mehr Kohle verdient. Und mit viel mehr Kohle, die wir verdient hätten, hätten wir schon viel mehr machen können. Hallo, Royal Civil Police, willst du bezahlen? Wie war das? Wenn ich nicht bezahle, muss ich ein neues Ding machen, oder? Nee, nicht bezahlen. Hey, kommt gut an, EP und wir kriegen Abo-Push. Das ist schwierig, wenn du dann die falsche Entscheidung triffst und dann verlierst du Abonnenten. Ja, und deshalb habe ich noch keine Million. Nur deshalb. Also ich weiß nicht, wie viel tausend Abonnenten ich schon verloren habe, weil ich die falschen Dinge ausgewählt habe hier. Das sind ja nicht die Videos oder so, die das irgendwie kaputt machen, sondern... begrüßte Video, Geld machst. Na super. Das war wieder die falsche Entscheidung. Und schon haben wir wieder 5% Abos verloren. Und das ist richtig hardcore. Weil wir hatten 911.000, jetzt haben wir 872.000. Das tut so weh. Aber ignorieren ist doch in echt viel besser, wie das zu bestreiten, oder? Ah, ich weiß auch nicht. Ich bin hier scheinbar auf dem falschen Dampfer. Ich spiele das so ein bisschen zu sehr. Ernsthaft scheinbar. So, zeig mal das Ergebnis von deinem Video. Sehr schön, sehr schick, sehr schick, sehr schick. Hochladen. Da kommt jetzt garantiert, was willst du denn jetzt noch davon ein Review machen? Oder ein Preview machen? So, das kam gut. Da haben wir ordentlich verdient. Ich komme abomäßig nicht hoch, weil ich immer die falsche Entscheidung treffe. So, das ist hochgeladen, wir gucken uns an. Ja, du solltest dein Gameplay-Video innerhalb der ersten 5. Kam vor einer Woche raus. Ja, passt. Also ist nicht mehr so wirklich interessant. So, bevor ich denen neue Aufträge gebe, mache ich hier Pause, sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Wir sind jetzt im Netzwerk drin, man sieht es am Kontostand, der geht nach oben wie nix, weil wir jetzt die doppelte Kohle kriegen wie vorher und ja, hätte ich das früher gewusst, hätten wir das schon gemacht, aber irgendwie, ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Ich bin von ausgegangen, ich komme in kein Netzwerk, bevor ich nicht in der Luxuswohnung bin. So kann man sich manchmal irren. Danke für das Kommentar, hat mich dazu gebracht, mal nachzugucken und oh Wunder, das zweitgrößte Netzwerk hat mich schon aufgenommen. Deshalb sind wir jetzt im Netzwerk. So, ich bin raus, ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.